Hallo Wohnmobilfreunde. In Oberkirch kann man sehr schön wandern. Unser Ziel ist heute der Geigerskopfturm. Die Tour ist in der Broschüre Wandern im Renchtal von der Renchtal Tourismus GmbH beschrieben. Die Länge der Tour beträgt 9 Kilometer. Los geht es vom Wohnmobilstellplatz aus rechts über die Renchbrücke bis zum Ende der Straße. Dann halten wir uns links bis zum Hotel Renchtalblick. Am Hotel Renchtalblick gehen wir links den Fahrweg entlang, bis ein Pfad in den Wald abbiegt. Die Wanderung ist gut ausgeschildert. Auf diesem Pfad wandern wir hoch zum Bellenstein. Von dort hat man einen ersten schönen Ausblick auf das Rheintal. Nun erreichen wir die Albersbacher Höhe mit Aussicht auf Lautenbach und Albersbach. Es geht weiter hoch zum Köbelsberghof. Dort können die Produkte des Hofes verkostet werden. Wir erreichen das Maieckle mit der Maieckle-Hütte. Nach einer weiteren kurzen Steigung durch den Wald erreichen wir den Geigerskopfturm. Beim Geigerskopfturm laden die neu errichtete Schutzhütte sowie mehrere Bänke zur Rast ein, bevor es dann auf den Turm geht. Der Turm ist 20 Meter hoch. Die Aussichtsplattform erreicht man über die 90 Stufen auf der Wendeltreppe. Vom Turm aus hat man eine schöne Aussicht auf den Schwarzwald, in das Rheintal und zu den Vogesen. Bei gutem Wetter kann man das Straßburger Münster erkennen. Jetzt geht es zurück nach Oberkirch. Winzer haben in den Weinbergen kleine Rastplätze gebaut. In der Rasthütte des Dilgerhofs
kann man sich selber mit Getränken und kleinen Snacks versorgen. Und in Butschbach kann man an verschiedenen Selbstbedienungsständen regionale Produkte kaufen. Zurück geht es ein Stück der Rench entlang zum Wohnmobilstellplatz. Dort lassen wir den Tag bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen ausklingen. Viel Spaß in Oberkirch wünschen Renate und Bruno.